spielen, schmusen und ordentlich futtern. Wenn man den kleinen Mino so sieht, glaubt man kaum, dass er vor kurzem noch dieses verklebte Fellknäuel war. Tagelang war nicht klar, ob der Kater es überhaupt schaffen würde. Eine ist seit der Not-OP nicht mehr von Minos Seite gewichen und hat ihn mit viel Zeit und Liebe wieder aufgepäppelt. Kim Zielewitsch. Er hängt an mir, ich hänge an ihm. Er hängt auch an Lord sehr. Aber vor allen Dingen bin ich halt auch froh, dass er es komplett geschafft hat, also wirklich richtig über die Runden ist. Mino hat zuvor Furchtbares durchgemacht. Er wurde mit Kleber übergossen, die Pfoten wurden am Kopf festgeklebt. So lag Mino auf einer vielbefahrenen Straße. In letzter Minute konnten die Pfleger im Tierheim Köln sein Leben retten, nach stundenlanger Reinigung. Tierarzt Ralf Unner musste den kleinen Kater dafür unter Vollnarkose setzen. Bis zu 3 Jahre Gefängnis könnte es geben für den, der Mino das angetan hat, wenn man den Täter überhaupt je findet. Dass eine Polizei oder eine Staatsanwaltschaft da sich die Mühe macht, das zu recherchieren, ist wirklich absolut die Ausnahme, muss man sagen. Das noch frustrierender ist für uns, wenn es dann mal zur Anklage kommt, endet das oft mit völlig lächerlichen Strafen, obwohl es eben keine Ordnungswidrigkeit ist, sondern eine Straftat. Mino hat sichtbar wieder Lebensmut. Ziehmama Kim hat aus dem Klebekätzchen in ein paar Wochen einen frechen kleinen Kater gemacht. Zusammen mit Hundekumpel Lord stellt er den Haushalt der 22-Jährigen jetzt auf den Kopf. Eine Sonderbehandlung bekommt der Kater aber nicht. Klar ist er, wo ich dann halt sagen kann, er hat eine besondere Geschichte hinter sich oder eine schlimme Geschichte hinter sich. Aber er bekommt genauso Streicheleinheiten, Leckerchen und Futter und Wasser wie die anderen alle auch. Und mit ihm beschäftige ich mich genauso viel wie mit den anderen auch. Noch immer ist nicht klar, wer dem kleinen Kater sowas angetan hat. Die Polizei bleibt aber dran. Mino scheint die schlimmen Erlebnisse auch dank ganz viel Liebe von Kim gut verarbeitet zu haben. Jetzt kann das aufregende Katzenleben richtig anfangen. Die gleiche Frage: Welches Modell steht mir? Es ist zwar nur ein winziges Stück Stoff, hat aber eine Riesenwirkung. Großer Busen, Bauch oder kleine Brust.